So, einen wunderschönen wünsche ich euch zurück von mir aus hier. Wir sind heute unterwegs nach Manchester. Wir sind wundervoll im Terminal 1 und zwar für den jungen Mann hier vorne wird es der erste Flug. Es ist halt wirklich so einfach. Und für mich wurde es die erste Sprengstoffkontrolle. Es ist halt wirklich so, er wurde rausgeholt. Ja, wir haben hier Sprengstoffverdachte. Können Sie bitte die Leute mit den Maschinenpistolen holen? Also, wir hatten schon viel Spaß jetzt am Anfang. Wir sind jetzt gerade direkt vorm Gate. Hier ist unser Gate, B44. Und ja, mal gucken. Es wird mein zweitlängster Flug jetzt. Stunde 44 Minuten. Wir setzen uns mal irgendwo hin und ich zeige euch jetzt mal, wie ein paar Flugzeuge aussehen, okay? Viel Spaß beim Einspieler. I find concerning as God is an external being and maiming grace upon the surface, separate from the universe. We're a product of a nation, conscious, wonderful creation. Look within and you'll find heaven. Treasures try to keep it hidden. We will all wake up and then we will see that I am you and you are me projecting our reality. We will all wake up and then we will see if I am you and you are me, then we're a global unity. It's a global unity. Our religion and enemies. It's your opportunity. Join the global unity. So, herzlich willkommen in Manchester. Wir sind im größten Labyrinth der Welt. An der Grenze muss man immer erstmal schön das Labyrinth. Wir laufen schon eine halbe Stunde jetzt hier rum. Da vorne geht die Sirene an. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Aber gut. Da kommt Freddys Koffer. So, Freddys Koffer. Also wir haben jetzt unsere Sachen. Wir sind jetzt gerade hier beim Luggage. Wir packen jetzt unsere Sachen und hauen ab. Ich habe ja eben schon böse auf die Finger gekriegt, weil ich gefilmt habe und das Schild nicht gesehen habe, was unlesbar war. Wir sehen uns gleich im Hotel. Ciao. Du dicker Herr Jesus, ich habe eben die ganze Zeit geredet und wir haben nicht aufgenommen, weil ich einfach daneben bin. Wir sind im kleinsten Taxi dieser Welt, das es gibt, aber in so einem original englischen Taxi. Und ich könnte jetzt einfach wiederholen, was ihr gesagt habt, aber das mache ich nicht. Ich wüsste schon gar nicht mehr, was du alles gesagt hast. Ihr habt gesagt, dass wir nie wieder zu einer Show fliegen werden. Genau, wie gesagt. Ja. Wenn ich könnte, würde ich nach Hause laufen und vielleicht noch mal in das Scheißding zu steigen. Tim hat extra nochmal gefragt, irgendwie, ob so eine Landung immer so ist, aber es ist die letzten vier Tage halt assi windig. Und ja, daher ging es halt gut ab und jo, wir fahren jetzt wundervoll auf der linken Seite dieser Welt und es ist ganz schön hoppelig, aber geil. Viel besser als fliegen. Ich sehe den Fahrer, ich sehe nach vorne, alles ist cool. Jo, auch bestes Wetter, also England 11 Grad, geht steil und so, ne, hier, sehr schön. Ja, und jetzt geht's los. Wir sind auf der anderen Straßenseite einfach mal. Einen wunderschönen wünsche ich euch zurück. Der Timothy ist jetzt auch endlich da. Ja, and I think the lights are green. Also, wir müssen ja Deutsch reden jetzt mal, ne? Ja. Du warst schon einige Zeit jetzt hier. Wir sind in Manchester. Ja, wir sind genau mitten in der Stadt. Jetzt ist es total abgefahren. Wir sehen konnten, überall ist Manchester. Und du warst in Liverpool. Ja, es war sehr schön, sehr schön. Was hast du gemacht da? Nur zu Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten besucht und Freunde, oder? Ja, Freunde besucht. Ja, und wir treffen uns jetzt mit den Nürnbergern. Ja, wir müssen zu Piccadilly Gardens gehen. Genau. Ja, und da treffen wir die. Ja. Genau, und deswegen, ich wollte jetzt auch mal zeigen, der junge Mann kann nämlich Deutsch sprechen. You're not going to speak English, you can speak German as well. Ja, gerne. Wir müssen hier warten. Oh, nice. Wir warten. Wo auch immer wir sehen uns auf jeden Fall später. Bis dann. Ah ja, was ist los? Wo sind wir? Wir sind in der Sinclair's Oyster Bar in Manchester, direkt neben so einem kommerziellen Einkaufszentrum. Das ist der Joe-Film. Endlich filmt er. Ja, wir sind voll dabei. Wir sind hier voll im Saft. Herzlich willkommen zu Joe Filmt, eure Lieblingssendung, die ihr immer wieder auf YouTube verfolgt. Joe Filmt. Immer. Ja, und wir saufen jetzt erstmal. Also schon mal in die Runde. So.
Statussymbol. Was macht man sonst hier? Nein, Schatz. Wir machen nichts anderes. Filmen, Joe. Filmen. Filmen und vielleicht mal Apfelsaft trinken. Ist ja natürlich auch Apfelsaft. Ja. Lass uns jetzt noch mal ein paar kleine Geheimdetails unter uns beiden besprechen, was das Konradfest angeht. Was wird denn da so passieren neben den Infidels? Also, ich habe gehört, dass dein Bart voller wird. Ich sag dir alles. Nicht nur der Bart. La, la, da, da. La, da, 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 da. Sag mal gleich noch, dass wenn das Video scheiße wird, la, da, da. La, da, da. La da 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 da. La da 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 da. Oh. La da da da. Dänen lügen nicht. So kann ich ausrasten. Wir sehen uns später, wenn wir. Wo gehen wir als erstes hin? Zombie Shack. Juhu! Zombie Shack? Wo geht's hin? Sound Control. Sound Control, wir sind bei Sound Control. Das doch noch mal. Is there? Oh, frag mal nein. Nein. He's a vlogger. Frag a vlogger, a vlogger. Oh, yeah. He's a vlogger. He has a vlog. I'm a vlogger logger. Vlogger logger. YouTube. Fuck oh, yeah. Yeah, I love YouTube. Instagram is better, but YouTube. It's that was awesome. 2000. Don't taste tap water. Geht schon wieder Food Ninja Stuff, ja? Hör mal zu, ihr Amateure, geh mal auf Seite. Werner, sag mal. Auf einmal sprechen die alle Deutsch, das ist voll unangenehm. Also, so ist ja am Spa. Das back with Alex. What are you doing here on the festival? Getting drunk and making buns. Making buns? Yeah? Because we're in front of the sound control. It's behind us and yeah, what's in your mind about festival? And why are you making the food for the bands? Because I'm really glad that these set of people have like got people like yourself from different countries to come to this city and visit. But because this is a fuck you to Brexit. Yeah, but come with me, there's a car. We have to step outside. At the end of the day, I don't have it at the moment, no, mate. Yeah? Welcome to England. Yeah. I'm so embarrassed by Brexit. Oh. I'm a Euro... No, but seriously, it's a thing. Basically, it's this. If you're in a band, or if you just want to come and fucking visit one of our gigs, come to Manchester, yeah? Everybody is welcome apart from Nazis. Yeah, simple. That's right. Yeah, that's cool, so nice. And we will go on and look what's happened also tonight and stuff. Yeah, yeah. Things and laughing music. Or maybe he'll not make any videos because he's too busy getting fucked. So guys, see you later. So einen wunderschönen Zurück von Tag 3. Gestern gab es Sightseeing und wir haben ein bisschen rumgeguckt. Wir waren vom Soundcheck. Nee, wie heißt das Ding? Sound Control. Haben mit dem Alex kurz gebabbelt ein bisschen und heute gehen wir rein, denn wir spielen heute. Oder? Ja, hoffentlich gut. Ja, ich habe jetzt auch immer die kleine Kamera genommen, die Lekri haben wir wieder, weil die ist einfach einfacher zu transportieren als die dicke Bumm. Bist du nervös? Ja, wie bei jeder Show. Es wird geil. Also ich habe wahnsinnig Bock. Die beiden laufen jetzt irgendwie. Ich habe Fußschmerzen. Ich brauche nämlich neue Schuhe und fahre mit dem Bus jetzt. Tolle Information. Super, super. Wir sehen uns bei der Venue gleich. Ah, the Pretty Bunch. We're back again. In a lovely Manchester. Well, have a look. Nah. Nein, aber... Ja, liebe Grüße an alle 25 Follower. Ja. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Ihr habt durchgehalten Vermögen, das glaubt man ja kaum. Hier ist der Marc. Das ist der Marc. Der ist... Der ist einer von euch. Einer von den Abonnenten. Erinnert ihr euch noch an gestern? Lade. Da da da. La, da 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 da
fantastisch. Ah, ist schön, schön. War gestern schon ein Fest und heute auch. Also, wo ist eigentlich der Tim? Der ist da so in die Richtung. Auch mal, kannst du eigentlich ganz so in den Fluss filmen, da liegt eine Folge blutete Unterhose. Schau mal. Da unten. Ach, da ist die. Wow. Der hätte doch gesucht. Die hab ich doch gesucht. Ey, ich glaube, das ist eine Plastiktüte. Ja, okay. Wir gehen jetzt zurück, voll geblutete Sachen. Ich mach den wieder. Okay. So, endlich. Ich habe es gefunden. Ich habe ein Distortion Pedal und ein Kabel bekommen. Problem ist, wenn man fliegt, muss man sich alles immer selber zusammensuchen. Und ich habe es jetzt endlich geschafft. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Weg. Und jetzt geht's zur Show. Bis gleich. In the cup. Safety first, Jungs. Safety first, yeah. Ja. Joe? Ja klar, wie soll ich das jetzt machen? Komm mal, ey. Ja, dann, Brutal Youth. Brutal, man. That guy's fucking bleeding so much on his face. Yeah. Holy shit. And he kept on hitting his fucking again and forehead. Again. With and then his he microphone. Hit it too hard and he fell on the ground. Knocked himself out. I missed it. I just listened to it. This was just a weird experience playing here, but it was a good experience. Yeah, it was a good show. That it was really is the good same. It sounds like the same like when Sniffing Glue is playing, because the singer is also so with full aggressive of power on stage. Yeah. Touch the microphone. When those guys started playing, I just said to Timothy, I need to gain more energy on stage. And he was just touching my belly, and I was like, fuck off. So, ein wunderschön zurück nochmal. Wir sitzen jetzt direkt am Gate. Da drüben befindet sich unser Flieger. Dieses Gerät. Ja, und gib mal dein Resümee so schon mal ab. Aha, ja, war geil, oder? Ja. Im Großen und Ganzen. Erster Fly-In-Fly-Out-Gig. Das war teilweise ein bisschen stressig, irgendwie vorher zu gucken, dass man sein ganzes Equipment zusammenbekommt und dann über komplett zusammengewürfeltes fremdes Zeug spielen, ohne Soundcheck und los. Aber ich fand's geil eigentlich. Ja, auf jeden Fall. War gut was los auch. Ja, Freddy, frage ich das gleich nochmal im Flugzeug. Ja. Wir machen jetzt erstmal Boarding und dann quatschen wir im Flieger nochmal. Wir haben ja noch eine Stunde bis Take-Off. Also bis gleich. So, jetzt wie versprochen, so ein Flieger ist der gut. Freddy neben mir. Das war jetzt alles. Komm mal, ey, zum Ei. Wie fandst du das Festival ins Wochenende? Gut. Super. Kann ich jetzt Musik? Ich bin gerade Kekse reingefüllt. Ich glaube, es war dumm.
Ach, du riechst so. Du riechst nach Keksen. Und das ist auch Delirium. Das, jetzt wird hier versucht zu entspannen. Wir sind nämlich direkt auf dem Rollfeld. Wie ihr seht, hier so schön. Hier geht's direkt rund. Also es wird jetzt gleich abgehoben. Ja. Ich fand, es war ein voller Erfolg. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr so von dem Wochenende haltet. Oder gehalten habt. Auch was ihr an dem Wochenende gemacht habt. Ich meine, ihr seht ja nur das Video. Aber die hören jetzt Musik. Ich muss weinen. Muss hier allein sein. Nee, aber ihr seht, hier wird auch ordentlich irgendwie eingeladen. Überall sind Leute und Sachen. Und, ja. Wir sehen uns aber auf jeden Fall ja, in Frankfurt gleich wieder.